Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play My Sims. Wir haben hier unseren Baum, den wir angepflanzt haben. Unseren Kirschblütenbaum. Der muss jetzt erstmal wachsen. Während der wächst, holen wir uns hier nochmal alles runter. Wir haben auch Raben, also ein Rabe mit uns, aber den haben wir jetzt noch nicht angepflanzt. Hier drüben haben wir einen riesen roten Apfel. Hier haben wir einen riesen Dornenbaum. Dann können wir den bei uns schon mal fällen und dann nochmal einen Kirschbaum anpflanzen. Kirschblütenbaum, nicht einen Kirschbaum, Entschuldigung. Okay. Gut, dann ist das mal weg. Nein, ich will den nicht gießen. Ich glaube, der hat schon verschimmeltes Holz, deswegen können wir den einfach fällen. Ja. Faules Holz, genau. Und Kirschblüte, bitte. Zack. Einmal hier gießen. Genau. Was braucht die denn noch, die Poppy? Oder war das alles? 10-mal Kuchen. Ich glaube, den normalen Kuchen haben wir... Ja, 37 Mal. Das reicht bestimmt aus. Ja, der Baum wächst sogar noch. Man sieht es so ein bisschen. Man sieht es nicht sehr gut, aber man sieht es doch so ein bisschen. Also wenn ich jetzt hier hingehe... Ja, dann kommt es langsam auf mich zu. Und während das noch wächst, gießen wir den hier. Okay. Und dann den hier. Genau. Sogar wächst der auch. Nee, ist nur der da. Ich dachte schon, der hier wächst jetzt. Okay. Dann nochmal gießen. Und nochmal gießen. Der wächst nämlich noch. Mensch, der wird garantiert riesig. Oh, jetzt ist der Kirschbaum hier auch schon. Mann, so viele Kirschblüten. Na, wenn es so weitergeht, dann haben wir das fast alles bald. Ich weiß nicht, haben wir genug von dem grünen Apfel? Ich guck mal. 30, ja, gut. Das passt. Passt schon. Okay, der Baum ist jetzt richtig riesig, Mensch. Ich glaube nicht mehr, dass der noch wachsen tut, oder? Nee, jetzt ist er ausgewachsen. Also so riesig werden die Bäume dann. Gut, dann noch hier rüber und gießen. Dann gießen wir den grünen Apfel mal mit. Und ich sehe, wenn ihr hier oben guckt, da sehen wir schon fast, dass wir 3 Sterne haben. Das wird garantiert toll. Und jetzt ist der hier noch am Wachsen. Und den schütteln wir. Wir schütteln die alle. Damit wir auch die ganzen Essenzen hier rausbekommen. Kirschblüte, da haben wir schon richtig viel, Mensch. Okay. Okay, 30. Gut. Dann düngen wir jetzt den hier, weil den brauchen wir nicht mehr. Und der sieht eigentlich ganz hübsch aus, wenn er kaputt ist. Dann den gießen. Okay. Den dann nochmal gießen. Sehr schön. Und den hier nochmal düngen. Genau, jetzt hat er nämlich nochmal ein Leben. Jetzt können wir das Ganze nochmal probieren mit Düngen. Entschuldigung, mit Wässern. Und so farmt man Kirschblüten oder allgemein irgendwelche Sachen von einem Baum, indem man einen einfach voll wachsen lässt und den anderen langsam vergiften tut. Okay, jetzt haben wir noch einmal düngen. Jetzt ist er, glaube ich, fertig. Ja, da kam jetzt aber alles raus, das wir auch aus dem rauskriegen konnten. Dann kriegen wir jetzt noch einmal faules Holz. Die Kirschblüten haben wir auch eingesammelt. Sehr schön. Gut, und was ich da jetzt mache, ich nehme da was, was wir gerade... fast gar nicht haben, und zwar den Rabe.
Und den tröpfeln wir einfach da rein. Und den gießen wir einmal. Und dann kann der auch so viel wachsen, wie er will. Denn jetzt geht's ans Geschäft. Jetzt bauen wir unsere Sachen zusammen. An Aufgabe arbeiten. Roxy Clean. Ein Stuhl mit Kirschblüten. Kunstvoll. Damit wir da auch wirklich 16 Teile haben. Das hier. Wir brauchen nämlich 16 Kirschblüten hierfür. Und jetzt nehmen wir mal an, dass ich gut in Mathe bin. Und dann hoffentlich auch recht habe. Okay. Gut, hier brauchen wir das ebenfalls. So. Nee, das nicht. Ja, das hier. Okay. Brauchen jetzt einmal hier die langen. Einmal die Lehne, einmal den Sitz. Oh, Lehne hier. Okay. Jetzt bin ich garantiert in die falsche Richtung gegangen. Ja, das wäre gleich nebendran gewesen. Ja, zu spät. Okay. Mal umdrehen und zurück. Sehr schön. Okay, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ja, über 16 Sachen. Gut, was wollte die denn jetzt? 16 Kirschblüten. Falsch. 16 Kirschblüten. Ja, wir haben mehr als 16 Kirschblüten. Das heißt, wir können jetzt den ganzen Chair, das ganze Ding hier voller Kirschblüten machen. Ah, guck mal, das sieht doch total hübsch aus. So. Gut. Ja, jetzt wären wir schon fertig. Machen aber jetzt noch den Rest rosa und dann passt's. Sehr schön. Fertig. Okay, jetzt haben wir einen Stuhl fertig. Das bedeutet, wir müssen nur noch einen Tisch machen. Und, Werkstatt, an Aufgabe arbeiten. Roxy Clean, den Tisch. Bambus. Ich guck mal, wie der Bambus... Oh, der sieht ja cool aus. Oh, den machen wir garantiert. Ich weiß jetzt zwar nicht mehr, wie der Designertisch aussieht, aber das sieht total toll aus. Und falls es hässlich aussieht... Wir können ja immer noch... Ach nee, guck mal, das wird richtig gut. Nee, das passt. Das wird sehr gut. Da haben wir jetzt... Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, das passt garantiert. Jetzt brauchen wir nämlich ganz vielen von diesen hier. Ach, das wird bestimmt schön, du. Das wird bestimmt schön. Wollte die eigentlich... Nein. Hallo. Nach der Reihe machen, aber... Oh, okay. Jetzt. So. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jo. Passt ungefähr. Fehlt noch ein bisschen was. Also da müssen wir noch zwei Sachen bauen. Aber... Ansonsten passt es sehr gut. Oh, das passt nicht. Ich wollte da eigentlich jetzt noch hier in die Mitte was hin machen. Das passt aber irgendwie nicht. Okay. Dann machen wir das einfach so als Dekoration. Oh, geht das? Ja, das geht. Gut. Okay. Kuchen. Fangen wir erstmal... Nee, Moment, bevor wir mit Kuchen anfangen. Ja, der Kuchen kommt nach oben. Der Kuchen kommt hier hin. Er sieht einfach total toll aus. Da wechseln wir aber ab. Zwischen rosa und... Warte mal, das machen wir so. Zwischen rosa und hell.
damit es so ein bisschen nach hellem Kuchen aussieht oder rosa, helles Rosa. Okay. Das waren jetzt 10. Dann brauchen wir jetzt nur noch die Kirschblüte. Ich guck jetzt mal. Ja, am besten sieht auf jeden Fall das hier aus. Okay, was jetzt noch übrig wäre, wären 2. Wir haben jetzt aber hier mehr als 2. Das bedeutet, die machen wir in einem anderen Rosa. Okay, und fertig ist der Tisch. Der sieht, finde ich, ganz schön aus. Also ich finde, das passt wirklich. Dann können wir jetzt zu der Roxy rüberrennen und ihr berichten, dass wir fertig sind und ihr die neuen Sachen gebt. Ja, was? Oh, ist da ein Geist? Oh. Netze. Wer ist das? Oh, Geist. Okay, cool. Also ich weiß nicht, wer das ist, aber vielleicht ist die im Hotel und wartet. Oder vielleicht können wir der irgendwann oder irgendwie ein Geisterschloss machen. Weiß ich nicht. Roxy, wo bist du? Keine Ahnung. Snack. Ah, da ist sie ja. Hallo. Geben. Okay. Erstmal jetzt, hallo, hier rüber, genau. Okay, und zwar habe ich jetzt für dich einen Esstisch in Pink. Der würde eigentlich auch ziemlich gut da reinpassen. Gut, dann machen wir den einfach hier rein. Ist ja jetzt egal, wo er hinkommt. Einen Esstisch in Pink, liebe... So, liebe Roxy. Und... Dann haben wir noch einen schönen Stuhl in Pink. So. Ah, ich habe Eis im Haar. Nein. Roxy hat dir einen glänzenden Entwurf für einen Herd gegeben. Matsch bloß nicht mit den Fingern drauf rum. Okay, cool. Vielleicht will die ja nochmal was. Oder vielleicht haben wir jetzt unseren dritten Stern erreicht. Wer weiß. Oh! Glückwunsch! Deine Stadt hat Sternenlevel 3 erreicht. Bürgermeisterin Rosi hat dir die Nutzungserlaubnis für Folgendes erteilt. Spitzhacke. Gib dicken Brocken, was sie verdienen. Einen Hieb mit der Spitzhacke. Du hast außerdem ein paar neue Blöcke und Entwürfe in deiner Werkstatt freigeschaltet. Cool! Oh, die braucht noch was. Brauchst du noch was? Roxy... Hallo? Roxy? Oh, die braucht immer noch was. Was willst du denn? Ohne eine Badewanne werde ich nie blitzeblank. Okay, die will also... Oh, dann müssen wir wieder auf Kuchenjagd gehen. Eine Badewanne und ein Becken. Okay. Da brauchen wir... 40 Kirschblütenessenzen und 30 Kuchenessenzen. Ich weiß nicht, haben wir die Kuchenessenzen? Na, fast. Die Kirschblüten kriegen wir einfach. Wir müssen jetzt erstmal zu den Kuchenessenzen gehen und die uns holen. Wo die sind, wissen wir natürlich. Auch da, wo die Elvira ist. Dann gehen wir mal hier rüber. Wir können jetzt natürlich auch noch die Wüste öffnen. Das heißt, wir können zu der Wüste ebenfalls gehen. Wir müssen auch noch hier vor den Florian ein paar Sachen machen, weil ansonsten sieht sein Haus ziemlich leer aus. Da ist, also ich habe euch ja gesagt, bei MySims ist richtig viel zu tun. Und wir werden natürlich auch noch die anderen MySims-Spiele nach diesem hier zusammen spielen. Also da braucht ihr euch überhaupt keine Sorgen machen. Ihr hattet doch irgendwo was, wo man da irgendwie wo was aufmachen konnte. Na, vielleicht finden wir das später. Okay. Hier hat es auf jeden Fall Kuchen. Hallo? Okay, graben. Kuchen! Wir nehmen noch einmal mehr Kuchen mit. Wenn wir das dürfen können. Weil wir unbedingt ein bisschen mehr Kuchen brauchen. Ja, das reicht schon. Wie gesagt, ein bisschen mehr Kuchen. Okay. Dann können wir jetzt zurückgehen. Aha, guck mal, das können wir jetzt aufmachen. Weg frei machen. Und
Sehr schön. Jetzt haben wir das offen. Was ist denn hier oben? Oh, Kirschblüten. Oh. Kaputte Kirschblüten. Also der Baum ist kaputt dafür. Können auch jetzt hier entlang laufen. Oh, das können wir öffnen. Juhu. Offen. Oh, was ist das? Okay, da können wir nicht interagieren. Was ist das? Weg frei machen. Mensch, wir haben jetzt schon ganz schön viele Sachen, in denen wir den Weg frei machen können. Was ist denn hier noch? Oder ist denn nichts? Nee, da kommen wir nicht so wirklich. Ah, doch, da kommen wir hin. Also, oh, guck mal, da ist ein Tor und... Oh, da hat es andere Essenzen. Okay, wir gehen jetzt aber auf jeden Fall... Nee, hier rein und gucken, was hier drin ist. Na, das ist jetzt aber interessant. Oh! Was geben denn die? Oh! Ein Kürbis! Ein geschnitzter Kürbis. Ja, das sieht ja cool aus. Und was ist das? Ein schwarzer Apfel oder so? Was macht das hier? Oh! Augen! Kennt ihr die bei Weihnachten? Kürbislaterne. Cool. Schwarzer Apfel. Okay, das ist sehr interessant. Und das? Augapfel. Cool, die können wir jetzt garantiert bei uns auch anpflanzen. Aber jetzt noch, also erst wenn wir die brauchen. Ich sehe euch in der nächsten Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben da zu lassen, falls sie euch gefallen hat. Vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben, was eure Lieblings-Halloween-Süßigkeiten sind. Obwohl jetzt Halloween ja eigentlich schon vorbei ist. Mache aber gar nichts. Und ja, dann sehe ich euch nächste Woche wieder. Bis dahin, eure Käsekuchen. Tschüss!